Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Projektpartner, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, freut mich sehr, dass ich Sie heute hier, Sie und euch begrüßen kann zum ersten Klimaslam der Stiftung Mercator. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht in lange Reden ausbrechen. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich die Vorband hier bin und mir genauso bewusst, dass niemand wegen der Vorband ins Konzert geht natürlich. Deswegen nur zwei ganz kurze Vorbemerkungen darüber, was wir machen als Stiftung Mercator und warum wir diesen Abend hier heute veranstalten. Und das sollte eigentlich hier noch was einstellen. Wir wollten irgend so eine kleine Abbildung hier noch haben. Katrin? Kriegen wir auch noch hin. Jedenfalls, eins der großen Themen, um das wir uns kümmern, ist eben Klimawandel, Klimaschutz, sollte ich genauer sagen, für den wir uns einsetzen, ambitionierten Klimaschutz. Und im Hintergrund kommt bestimmt gleich noch die tolle Infografik, die wir entwickelt haben. Heutzutage muss man eine Infografik haben, wenn man auf was auf sich hält. Das haben wir natürlich auch so gemacht. Diese Infografik hätte Ihnen jetzt erklären sollen, was wir tun. Ich tue das in zwei Sätzen nur. Wir wollen, kurz gesagt, unseren Beitrag leisten als Stiftung Mercator für einen politischen, für einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess Richtung einer nachhaltigeren, treibhausgasärmeren Zukunft für uns alle. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Ich muss Ihnen das nicht erklären. Treibhausgase, CO2 und viele andere, die wir so freisetzen und in die Atmosphäre pusten, die führen zu einer längerfristigen Erwärmung offensichtlich der Erde. Und das hat eine Menge von Folgen. Die meisten von denen sehr negativ für die Lebensgrundlagen für uns Menschen hier und für das menschliche Zusammenleben auf diesem Planeten. Das heißt, es gibt eine Menge zu tun, da wollen wir dran mittun. Was braucht man dafür, um so einen komplexen Prozess in die Gänge zu kriegen? Wir brauchen viele gute Ideen, glaube ich. Wo kommen solche Ideen her? Einerseits ganz sicher aus Wissenschaft und Forschung. Das ist ein großer Teil auch unserer Arbeit, wo wir versuchen wollen, innovative Forschungsprojekte zu unterstützen, die uns aufzeigen können, wie so ein Weg aussehen kann, vom Jetzt in eine nachhaltigere Zukunft. Und ich glaube, das andere, wo gute Ideen immer wieder entstehen, ist, wenn Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz unterschiedlichen Wissenserfahrungen, mit ganz unterschiedlichen Perspektiven vielleicht auch auf dieses Thema und Menschen, die nicht von vornherein vielleicht auch die gleichen Ideen haben über einen bestimmten Weg, der einzuschlagen ist, um zu diesem Ziel zu kommen, was ich so grob skizziert habe. Dafür versuchen wir immer wieder Anlässe zu schaffen für solche Begegnungen, Räume für solche Begegnungen, wo Menschen sich austauschen können. So auch heute Abend ausnahmsweise mal in einer ganz ungewohnten Form sozusagen. Normalerweise sperren wir dann die Experten in den Raum und lassen die mal überlegen, wie es am besten funktioniert sozusagen. Und dann ist man sehr schnell in einem sehr technokratischen Schnack natürlich. Da redet man dann über Backloading oder über Carbon Leakage oder über Strompreisbremsen oder ähnliche Spaßbremsen. Und heute haben wir versucht, uns dem Thema vielleicht etwas unterhaltsamer sozusagen zu nähern und zu überlegen, ob man nicht vielleicht sogar Spaß haben kann an der Energiewende und an Klimaschutz. Und das wollen wir heute mal ausprobieren. Haben dazu drei ganz exzellente Science-Slammer eingeladen. Herr Meyer wird uns die gleich näher vorstellen. Das muss ich jetzt nicht tun. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht sogar Spaß haben können an so einem gesellschaftlichen Transformationsprozess, entgegen der doch verbreiteten Wahrnehmung, glaube ich, dass das eher alles eine Last und eine Bürde und irgendwie schwierig ist. Bleibt mir eigentlich abschließend nur noch Danke zu sagen. Natürlich erstmal unseren drei Slammern. Freue mich sehr auf die Präsentation. Ist für uns, wie gesagt, auch ein Experiment heute. Bin sehr gespannt, ob das glückt. Sie werden das nachher alle bewerten können, ob das geglückt ist. Bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich Herrn Meyer, der uns heute durch den Abend führen wird. Ihnen allen fürs Kommen. Wir sind sehr erfreut, dass wir hier wirklich volles Haus hier haben. Ganz toll. Und ganz zum Schluss vor allem, aber ich gucke hier gerade gegen diese ganzen Scheinwerfer, Claudia und Katrin, wo seid ihr denn? Steht ihr mal ganz kurz auf, bitte. Das sind die beiden Kolleginnen, die den ganzen Abend hier heute nämlich organisiert haben, die das Konzept dafür entwickelt haben. Ich würde sagen, ganz großen Applaus mal für Katrin und für Claudia. Herzlichen Dank. Das heißt natürlich auch sämtliche Beschwerden bitte an die beiden jungen Damen. Ich bin raus für den Teil. Und dann würde ich sagen, Herr Meyer, übernehmen Sie. Dankeschön. Schönen guten Abend. Hallo, der Dr. Lars Grotewoldt hat gerade schon als erster mal bewiesen, was einen Science Slam ausmacht, nämlich Improvisation, wenn die Infografik nicht erscheint, trotzdem weiterreden. Das gibt schon mal 10 Punkte von mir. Sehr schön, vielen Dank. Ich sehe hier bei unserer kuscheligen Adventsveranstaltung sind noch ein paar Plätze frei. Ich würde doch euch dort hinten in der letzten Reihe gerne herzlich einladen, hier nach vorne zu rücken. Hier an der Seite sind noch Plätze, hier vorne sind noch Plätze. Kommt ruhig vor.
bei so einer Veranstaltung wie hier heute Abend hat man ja auch immer das Problem, man weiß nicht, soll man die Leute duzen oder siezen. Ich mache das der Einfachheit halber so, ich duze euch und diejenigen, die es stört, denken sich an Sie. Alle einverstanden? Ja, prima. Sehr schön, dass ihr heute Abend alle da seid beim ersten Klimaslam, der von der Stiftung Mercator hier in Essen im Café Zentral veranstaltet wird. Ich freue mich sehr und meine erste Frage geht natürlich an euch im Publikum. Warum habt ihr die Plätze noch nicht besetzt? Kommt vor, hier sind noch 1, 2, 3, 4, schämt euch nicht. Kommt vor, ihr seht besser, ihr hört besser, kommt. Ich warte jetzt eh so lange, bis ihr kommt. Also ich habe Zeit, ich weiß nicht, ich bin mit dem Auto da, ich bin nicht auf die letzte Bahn angewiesen. Da sind noch 2, da ist auch noch einer. Macht's euch gemütlich, während ich weiterrede. Genau, wunderbar. Wer von euch war denn überhaupt schon mal bei einem Science Slam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, 9, 9,5 oder schüchtern, 10. Gut, dann erkläre ich doch erstmal für diejenigen, die es noch nicht wissen, wie so ein Science Slam eigentlich abläuft. Was ist das überhaupt? Science Slam ist ein Format, das ist in Deutschland entwickelt worden. 2006 fand der erste Science Slam am Haus der Wissenschaft in Darmstadt statt. Das ist mein Lieblingssatz, in Darmstadt statt. Und seit 2006 hat er sich so entwickelt, dass wir heute eigentlich in jeder größeren Stadt, die eine Universität oder eine Fachhochschule hat, in Deutschland einen Science Slam veranstalten. Wir, das ist ein großes Netzwerk von verschiedenen Veranstaltern. Am Wochenende, jetzt am Freitag, gibt es das große Deutschlandfinale, die deutsche Meisterschaft Endausscheidung in Münster. Wer hätte es gedacht? Und das Münsteraner Stadttheater ist so ausverkauft, dass bereits ein Public Viewing organisiert ist. Ja, auch das gibt's beim Science Slam. Warum kommen die Leute? Weil der Science Slam ein ganz wunderbares Format ist, welches Wissenschaft und Popkultur zusammenbringt. Diejenigen, die immer in den Labors sitzen oder nur hinter ihren Schreibtischen am Computer sitzen, die bringen wir mit den Leuten zusammen, die gerne Bier trinken und im Club rumhoppen. Genau, die meisten Science Slams finden nämlich in Cafés, in Bars, in Diskotheken statt. Und da bringen wir zwei Welten zusammen, die vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so sehr zusammengehören, aber auf den zweiten Blick macht es dann doch sehr viel Freude und lohnt sich, denn alle lernen was, alle haben Spaß, alle können sich unterhalten und was trinken und gehen mit neuen Erkenntnissen hoffentlich nach Hause. So, wie läuft das heute Abend ab? Wir haben heute Abend 3 Slammer. Jeder dieser Slammer hat genau 10 Minuten Zeit, seinen oder ihren Vortrag hier zu präsentieren. 10 Minuten und danach seid ihr dran. Denn das Science Slam Format ist ein Format, was nicht einfach nur konsumiert, sondern es ist interaktiv, ja, wie alles heutzutage. Ach so, da soll ich auch übrigens auch auf den Hashtag hinweisen. Hashtag Klimaslam. Ich kann damit nichts anfangen, aber wer twittert und tweetet, wird wissen, was das heißt. Wer also schon während der Veranstaltung zeigen will, dass er sich langweilt oder was ganz Besonderes zu sagen hat, kann sein Smartphone rausholen und schon mal twittern und twittern und twirpeln und twappeln und was auch sonst ihr noch tun wollt. Sehr schön. Nach diesem 10 Minuten Vortrag habt ihr 2 Minuten Zeit. Und zwar zu der Musik, die der Lukas euch jetzt gleich mal reinspielen wird. Und in diesen 2 Minuten, herrlich, ich liebe die Musik, und ihr werdet sie am Ende als Ohrwurm mit nach Hause nehmen. Genau. In diesen 2 Minuten sollt ihr euch darüber unterhalten, wie ihr das eigentlich fandet. Habe ich es verstanden? Könnte ich meiner Großmutter davon erzählen? Habe ich was Neues dazu gelernt? War es unterhaltsam? War es informativ? Passten Inhalt und Design überhaupt zusammen? War es komplett vergaukelt und vergeigt? Ja, darüber dürft ihr euch unterhalten und dann sollt ihr Punkte vergeben. Und damit ihr das tun könnt, werden jetzt Katrin und die anderen reizenden Mitarbeiterinnen, /innen mit großem I, hier so kleine Wertungssets verteilen. Das sind 3 Sets mit je 10 Tafeln, wo die Punkte 1 bis 10 draufstehen. Und zwar für jeden unserer 3 Slammer gibt es ein eigenes Set. Da steht groß der Name drüber. Und damit ihr euch mal so ein bisschen vorstellen könnt, wer hier überhaupt heute Punkte bekommt, bitte ich unsere Slammer als erstes auf die Bühne. Das sind Saskia, Jobst und Oliver. Einen dicken Applaus. Hallo.
Wir werden insgesamt 10 von diesen Sets verteilen, wahrscheinlich an 10 Tische. Das heißt, es sind sowieso alle dabei und alle mit. Alle da. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe immer zwischendurch so Aussetzer. Keine Ahnung. Naja, wir werden es merken. Und ihr unterhaltet euch 2 Minuten lang und entscheidet euch dann, will ich dem Slammer, der gerade vorgetragen hat, nur einen einzigen Punkt geben, weil der soll mal schön nach Hause gehen und nochmal üben. Oder war der Vortrag 10 Punkte wert, weil das selbst mein Friseur nicht besser könnte. So. Dann sammeln wir am Ende diese 10 Punkte ein und am Ende gibt es dann auch noch nach dem 3. Vortrag eine wunderbare, herrliche, großartige Blumensträuße, Silvesterfeuerwerk wurde mir versprochen. Ich weiß nicht, was noch alles, ich bin sehr gespannt. Und damit ihr und wir wissen, wer anfängt, müssen wir natürlich auslosen. Und das mache ich immer schlauerweise mit meinen Moderationskarten. Jetzt suche ich mir, wollen wir eine männliche oder eine weibliche Glücksfee heute? Eine männliche Glücksfee kam von einer weiblichen Stimme, habe ich deutlich gehört. Dann suche ich mir jemanden aus der ersten Reihe aus. Hallo, schönen Abend, wer bist du? Hallo, ich bin Jan. Das ist der Jan. Herzlichen Applaus für Jan, männliche Glücksfee. So, der Jan zieht jetzt als allererstes, zieht jetzt, ich glaube, ich muss das Mikrofon wechseln, kann das sein? Ja? So, dann probieren wir es mit dem Mikrofon mit dem blauen Löppel unten dran. Passt auch besser zu meinen Moderationskarten. Jan. Jan darf auch aufstehen, oder? Jan, steh auf. Ah, herrlich. Jan wird als erstes die Startnummer 3, also den letzten Slammer ziehen. Startnummer 3 ist... Oliver. Der Oliver! Start Nummer 2 von Jan gezogen. Ist der Jobst. Und Jan, dann darfst du den letzten Namen auch noch vorlesen. Saskia fängt an. Herzlichen Dank an Jan. Und während Saskia schon komplizierte Knöpfe hier am Laptop drückt, bleibt mir eigentlich nur noch eines zu sagen, nämlich, wir alle wissen ja, Zeit ist relativ. Warum ist das nicht? So, was passiert jetzt gerade hinter meinem Rücken wieder heimlich? War das schon, ach, das ist schon der Titel? Ah, okay, das wollten wir eigentlich noch gar nicht sehen. Aber gut, dann sehen wir es jetzt, auch interessant. Ich muss euch nämlich noch erzählen, mit den 10 Minuten, 10 Minuten... Jetzt geht das hier auch los, interessant. 10 Minuten sind ja relativ, das heißt, ich brauche eine Person, die sich bereit erklärt, für mich und für uns auf die Zeit zu gucken. Jan, mit wem bist du heute gekommen? Alleine, aber ich bin hier, weil Claudia und Oliver heute hier sind. Weil Claudia und Oliver heute hier sind. Claudia und Oliver. Achso, ihr seid auch... und wer ist die Dame neben dir? Das ist die Freundin von Martin. Ich habe leider deinen Namen nicht. Freundin von Martin, wie heißt du denn? Ich bin die Frau von Martin und ich heiße Christina. Einen dicken Applaus dafür, dass die beiden verheiratet sind. Christina, hast du ein Smartphone da? Die tut's auch? Hat die einen Sekundenzeiger? Und schaffst du das auf der Uhr mit Sekundenzeiger nach 10 Minuten? Boah, oder leiht dir dein Mann sein Smartphone? Okay. Claudia und, wie heißt der Mann mit dem Smartphone? Claudia und Martin. Entschuldigung, Christina und Martin. Geht's schon wieder los? Ich und Namen, ne? Das ist eine Katastrophe. Saskia, du bist gleich dran. Ich schreibe mir jetzt mal Christina und Martin auf, weil sonst geht das gar nicht. So, pass auf. Die dritte Hand, genau. Dankeschön, Christina und Martin. So, du schaffst das? Wir machen das folgendermaßen. Ich sage Zeit, dann sagst du nach 9 Minuten noch 1 Minute und nach 10 Minuten sagst du Zeit. Und dann wanze ich mich so ganz langsam unangenehm ran und dann sollen die mal gefälligst fertig werden. Alles klar? Alle verstanden? Noch Fragen? Nee? Kannst du losgehen? Saskia, du kannst mehr als nur Namen für mich aufschreiben, ich weiß es. Freut euch gemeinsam mit mir auf die Frau, die zwar Oldenburg heißt, aber extra aus Hamburg zu uns gereist ist heute Abend, die an der TU Hamburg
studiert hat, die eine Dippel-Ink ist in Energie- und Umwelttechnik und außerdem eine Märchenexpertin und Alchemistin. Und sie hat mir erzählt, sie hat schon mit allem gekuschelt, was ein Raubtiergebiss hat. Was auf ihrer Liste noch fehlt, ist ein Tiger. Keine Ahnung warum, aber viel Spaß mit Saskia. Die Zeit läuft. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen heute ein wahres Märchen erzählen. Und zwar, wie ich von Mist zu Gold komme. Und dazu geht es ganz normal wie im Märchen los, nämlich es war einmal, vor langer Zeit, eine deutsche Bundesregierung, die sagte, dass Kernkraft sauber, verantwortbar und vor allen Dingen wichtig ist. Noch vor nicht allzu langer Zeit stellte sie fest, dass Kernkraftwerke sicher sind und sicher bleiben werden. Und plötzlich kam der Umschwung. Es war ja klar, die Bundesregierung hat schon immer gefordert, dass die Energiewende dran sei, dass wir Alternativen benötigen. Und dann schickte sie uns Forscher auf die Mission, erneuerbare Energien zu finden. Und nur bis dahin hat es schon viele Parallelen zu einem sehr bekannten Märchen, nämlich zu dem Tischlein Deck dich. Ich denke, ihr kennt es alle. Der Vater schickte aufgrund seines Fehlers seine drei Söhne in die Welt hinaus, um zu lernen. Und das taten die Wissenschaftler ebenfalls. Das Erste, was sie fanden, war Solar- und Windkraft. Aber zumindest bei uns in Hamburg genügte es den Anforderungen nicht. Denn normalerweise sieht es eher so aus. Wasserkraft ist eine Option, nicht unbedingt in Deutschland, aber wir haben ja unser Tischlein Deck dich. Denn genau wie der erste Sohn im Märchen kamen die Wissenschaftler mit dem Tischlein Deck dich zurück. Einem Tisch, der sich immer wieder unendlich mit neuen Speisen füllt. Und die haben wir in der Natur auch. Da ist es Gras, Mais, Rüben oder auch organische Abfälle. Wir haben sie in unendlichen Mengen, sie kommen immer wieder. Wir müssen es nur noch schaffen, Energie daraus zu produzieren. Bei mir im Buch sieht die Definition so aus. Bei der Vergärung von Biomasse kommt es unter Abwesenheit von Oxidationsmitteln zum Abbau von organischem Material und zur Bildung eines methanhaltigen Produktgases. Auswendig gelernt, in der Klausur hingeschrieben, begriffen hat es damals keiner. Einfach gesagt, wir nehmen einen großen Topf, geben unser Material hinein, stellen es auf einen Herd, weil wir dem Prozess kontinuierlich Wärme zuführen müssen und dann rühren wir fleißig um. Wir machen den Deckel zu und warten. In dem Topf vermehren sich Mikroorganismen, sogenannte Kleinstlebewesen, fressen unser Substrat auf und als Stoffwechselprodukt gibt es Biogas, reine Energie. Wichtig, der Deckel muss zu sein, damit keine Luft hineinkommt und es muss homogen sein. Warum? Eigentlich sieht das Ganze nicht aus wie ein Topf, sondern wie eine Kuh. Sie hat vier Mägen, das heißt vier verschiedene Abbaustufen, die alle unterschiedlich ablaufen, mit unterschiedlichen pH-Werten, unterschiedlichen Temperaturen, aber im Gleichgewicht zueinander sind. Die Kuh kann es, wir sind zu doof dafür, deswegen rühren wir in der Praxis ganz fleißig durch. Eigentlich sollte er da jetzt durch die Gegend wirbeln. In der Praxis sieht die Biogasanlage so aus und ich denke, ihr kennt das alle. Genau das ist das Problem. Wir kriegen zwar gute Energie, aber wir haben inzwischen über 7000 Biogasanlagen in Deutschland. 7-mal so viel wie noch im Jahr 2000. Und damit haben wir mal eben 2,5 Millionen Hektar Mais. Umgerechnet sind das um und bei 5 Millionen Fußballfelder. Und so schön Fußball auch ist, das ist zu viel. Wenn wir unsere ganze Energie nur aus den Biogasanlagen erzeugen wollen, dann haben wir halt keinen Platz mehr, um die Energie zu verbrauchen. Also, das Tischlein deckt dich, schon mal ein guter Ansatz, aber nicht der einzige. Der Vater im Märchen hatte ja zum Glück drei Söhne. Der zweite kam nämlich mit dem Goldesel zurück. Und ich muss dazu sagen, mir gefällt dieses Geschenk deutlich besser. Welches kleine Mädchen träumt denn nicht davon, dass sein Pferd Gold produziert?
Mein Pferdchen ist ganz fein, alles tut es leider nicht für mich. Aber wie war das? Das Leben ist kein Ponyhof, irgendwas müssen wir auch noch tun. Also, wenn das Pferd kein Gold produziert, machen wir einfach Energie aus dem Mist. Also, wir nehmen den Mist, stecken ihn in unseren Topf, machen den Deckel zu und warten. Kommt hier Energie raus, habe ich gerade schon erklärt. Oder auch nicht. Dieser Pferdemist hat nicht nur ein paar Probleme. Zum einen haben wir so langes Stroh. Von erzählt, wir müssen das fleißig durchrühren. Die Rührer brechen einfach ab. Das Stroh wickelt sich drum, das reißt. Dann haben wir ganz viel Sand. Wir Reiter müssen ja wirklich alles ganz ordentlich haben, sammeln die Äpfel überall ein und dabei haben wir mehr Sand als Kotballen mit dabei. Das mag die Biogasanlage auch nicht. Alle Teile, die sich bewegen, verschleißen einfach. Und als letztes sieht Pferdemist immer anders aus. Abhängig davon, wie groß das Pferd ist, wo das Pferd wohnt oder auch, wie wir den Pferdemist einsammeln oder was das Pferd zu fressen kriegt, schwankt diese Zusammensetzung. Und das mögen unsere Mikroorganismen überhaupt nicht. Wenn man das trotzdem einfach so macht, sieht die Biogasanlage so aus, es wurde ausprobiert. Also, wir müssen was ändern. Und wie wir das schaffen, diesen Pferdemist in die Biogasanlage zu kriegen, das ist mein Forschungsthema, meine Mission. Ich muss den Pferdemist nämlich trennen. 3 verschiedene Fraktionen. In Stroh, in Kotballen und in Sand. Und das hört sich jetzt ganz einfach an. Das ist es aber nicht. Da arbeite ich nämlich schon seit 3 Jahren dran. Und das Ende ist noch nicht ganz in Sicht. So sah die erste Idee aus. Wir sagen einfach den Reiterinnen, dass sie das direkt beim Misten machen sollen. Hat nicht funktioniert. Die zweite Idee war ein Aufbereitungsaggregat, das wir im Labor tatsächlich konstruiert haben. Es ist ein langer, rechteckiger Kasten, der mit Wasser gefüllt ist. Wir geben den Pferdemist auf der einen Seite rein, pusten Luft dazu, dass es sich im Wasser auflöst. Dadurch wird das Stroh oben aufgetrieben. Die Pferdeäpfel werden im Wasser gelöst und die Störstoffe sinken unten ab. Das heißt, wir können das Stroh einzeln rausholen und zerkleinern. Wir können die homogenen Pferdeäpfel direkt in die Biogasanlage geben und die Störstoffe bleiben direkt draußen. So sah der erste Versuch aus, im kleinen Becherglas. Das war der zweite. Der letzte ist tatsächlich 4 Meter lang, steht bei uns im Technikum. Und wir sind jetzt fleißig am Forschen, dass wir es nächstes Jahr wirklich vor eine Biogasanlage stellen können und damit die Energiewende. Da bin ich mir auch ganz sicher. Ja, und damit haben die Wissenschaftler das erste Geschenk erfunden. Das zweite habe ich ja fast fertig. Bleibt noch das dritte übrig. Wir wollen ja auch noch Forschung für die Nachfolger lassen. Und das wäre der Knüppel aus dem Sack. Vielleicht schaffen wir es damit, dass die Energiepolitik in Zukunft ein bisschen schneller reagiert. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn sie nicht gestorben sind, dann diskutieren sie noch heute. Herzlichen Dank an Saskia Oldenburg. Wow. Genau. Irgendjemand ist nämlich noch an dem Knopf für den Beamer, das habe ich jetzt auch schon gelernt. Ich darf immer nicht drücken, ich sollte immer nicht drücken, ist besser. Aber ich muss euch noch sagen, wie das jetzt läuft mit dem Voting. Ihr sollt euch jetzt zusammentun mit Leuten um euch rum, an welchen Tischen keine Voting-Sets sind. Die tun sich mit den Tischen zusammen, wo Voting-Sets sind. Und ihr diskutiert. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, wenn ihr denkt, na, da würde ich aber gerne nochmal nachfragen, dann liegen hier auch so Blöcke. Da könnt ihr 1 oder 2 Fragen da draufschreiben. Und die gebt ihr dann zusammen mit eurer Voting-Card für die Saskia ab. Und zwar 2 Minuten ab jetzt. Macht euch märchenhafte Gedanken. So, die 2 Minuten sind vorbei. Ich bitte euch, zu einem Ende zu kommen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie auf dem
Block notieren. Ansonsten haltet bitte eure Voting-Card nach oben, sodass unsere Mitarbeiter durchgehen können. Und insgesamt 10 Karten einsammeln. 10 Karten, wo Saskia oben drauf steht. Am Ende müssen es genau 10 sein. Ansonsten dürft ihr auch gerne euren Fragezettel noch dazu abgeben. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann gebt den dazu ab, genau. So, ich denke, es sind alle 10 eingesammelt. Dann könnt ihr euren, jetzt wird es nämlich total spannend, dann könnt ihr euren Saskia-Block schon mal beiseite legen, denn es geht jetzt hier direkt weiter beim Klimaslam der Stiftung Mercator hier im Café Zentral. Und zwar kommt jetzt als nächstes ein Mann zu euch. Man muss nur einfach lang genug nicht sprechen, dann denken die Leute, habe ich was verpasst. Als nächstes kommt ein Mann zu euch aus Berlin. Er hat den weiten Weg aus der Hauptstadt hierher nach Essen gemacht. Er ist ein Mensch, der etwas darüber erzählen kann, was Klimapolitik und Gefängnisse gemeinsam haben oder verbindet. Er hat abgewandte Mathematik studiert. Was das ist, wird er euch selber, also das Gegenteil von angewandte Mathematik ist schon klar, abgewandte Mathematik studiert. Und er hat mir gesagt, ich soll auf jeden Fall ganz deutlich sagen, er ist ein Geisteswissenschaftler. Mathematik ist nämlich eine Geisteswissenschaft, Herrschaften. Ich hatte schon vor Beginn was gelernt. Und er singt trotzdem oder gerade deswegen im Chor. Einen dicken Applaus und ein herzliches Willkommen für Jobst Heitzig. Ja, danke. Ich muss mich gerade noch ein bisschen anziehen hier. Ich habe mir gedacht, Essen, das ist ja irgendwie in der Nähe von Köln. Ich hoffe, man feiert hier auch Karneval und ihr buht mich nicht gleich jetzt schon aus. Ich mache es mir ein bisschen bequem, denn das hat mit dem Thema zu tun. Sehen wir denn jetzt hier schon was? Nee, wir sehen jetzt hier noch nichts. Wie machen wir denn das? Habt ihr den Beamer angeschaltet oder aus? Oh, das nehmen wir, das? Das nehmen wir. Ja, also die Saskia hat perfekt übergeleitet eben schon. Wenn sie nicht gestorben sind, diskutieren sie noch heute. Habt ihr auch gerade schon geübt? Und das, worüber ich reden will, hat damit ganz viel zu tun. Nämlich internationale Klimapolitik. Hört sich furchtbar langweilig an, ist aber gar nicht so langweilig. Ist total spannend, hat nämlich mit Gefängnissen zu tun. Warum hat das mit Gefängnissen zu tun? Nun, also, ich nehme mal hier dieses Weiterschaltdings. Vorhin, der Lars Grotewald hat uns ja schon einen Überblick gegeben, das will ich gar nicht alles wiederholen. CO2 stoßen wir aus, ist böse, wollen wir nicht. Klimawandel, manche freuen sich drauf, aber die meisten freuen sich eigentlich nicht so drauf, weil dann gibt es Überschwemmungen und Trockenperioden und Hungersnöte, Migrationsdruck und so weiter und so weiter und so weiter. Das kennen wir alles. Und ja, vor allem wissen das eigentlich auch alle. Es gibt immer diese Berichte, IPCC, da wird es immer wieder veröffentlicht und eigentlich alle Staatschefs sagen immer, ja, ja, ganz schlimm, müssen wir was machen. Aber irgendwie passiert nichts, ne? Warum passiert denn da nichts? Hat jemand eine Idee, warum da nichts passiert? Idee, warum da nichts passiert? Wirtschaft ist, ja, Wirtschaft, genau, aber auch für die Wirtschaft wäre es eigentlich gar nicht so schlecht, für die Weltwirtschaft, weil die wird auch große Schäden erleiden später. Naja, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir nicht nur eine Weltregierung haben, sondern dass da leider ganz viele am Tisch sitzen. Na, und die diskutieren dann eben. Und vor allem zeigt jeder auf den anderen, ihr habt es verbockt, ihr sollt es lösen. Und die anderen so, nee, aber für euch ist es viel billiger, das zu lösen. Ihr könnt doch, ihr habt doch die ganzen bösen Kohlekraftwerke, da könnt ihr doch jetzt mal ein bisschen Emissionen sparen. Und jeder zeigt auf den anderen, niemand macht was. Das ist so ein bisschen jetzt so die Stammtischerklärung. Aber man kann das versuchen, wissenschaftlich zu machen. Und die Ökonomen, die bemühen dabei gerne immer das Bild des sogenannten Gefangenen-Dilemmas. Jetzt kann man sich fragen, was hat denn das Ganze mit Gefangenen zu tun? Das will ich mal erklären. Vergessen wir mal diese ganze Klimageschichte. Ja, Klima ist erstmal weg, holen wir später wieder raus aus der Kiste. Stellen wir uns vor, wir sind in folgender Situation. Es gab einen Banküberfall, 2 Komplizen. Leider sind sie gefasst worden, aber die Polizei hat keine Beweise. Die ist darauf angewiesen, dass die gestehen. Nun sind die natürlich nicht blöd. Die denken, naja, wenn wir beide jetzt stillhalten, die Klappe halten, dann kommen wir halbwegs frei. Ja? Dann kriegen wir nur so eine kleine Strafe aufgebrummt. Wenn ich aber auspacke, dann sieht es schlecht aus. Ne? Die Polizei, die ist aber auch nicht doof.
die Polizei denkt, na gut, verhöre ich die doch einfach mal getrennt und biete ich denen doch mal eine Kronzeugenregelung an. Kronzeugenregelung, weiß jemand, was das ist? Was ist das? Ja, also wenn der eine gesteht, dann ist er fein raus, ne? Der andere wird verbrummt und der gestanden hat, der kriegt sogar noch eine Belohnung. Ist zwar nicht fair, aber effizient. Effizienz ist so ein Begriff aus der Ökonomie. Das heißt, die Polizei denkt sich, okay, wenn ich den dazu bekomme, auszupacken, dann kann ich wenigstens den anderen verbrummen. Ist doch schön, ne? Was denkt der sich jetzt? Der denkt sich jetzt, okay, mal gucken. Wenn ich also annehme, dass der andere schweigt, dann könnte ich auch schweigen, dann kommen wir beide frei. Dann kriege ich aber die Belohnung nicht. Wenn der andere schweigt und ich aber gestehe, dann kriege ich sogar noch eine Belohnung drauf. Ja? Doch, mache ich das auch, ne? Wenn ich aber annehme, dass der andere gesteht, und wenn ich dann schweige, das sieht ja ganz blöd aus, dann gehe ich als Einziger in den Kerker, ne? Das will ich nicht. Wenn der andere gesteht, dann sollte ich auch gestehen, weil dann teilen wir uns ja wenigstens die Strafe. Wir gehen zwar ins Gefängnis, aber wenigstens teilen wir uns die Strafe. Also egal, was der andere macht, eigentlich ist es am besten für mich, wenn ich auspacke. Ne? Darauf hat die Polizei gebaut. Denn der andere, der kann sich genau das Gleiche denken und beide gestehen. Wenn natürlich beide gestehen, dann zieht natürlich die Kronzeugenregelung nicht. Ne? Beide werden verknackt. Dumm gelaufen. Wunderbar für die Polizei, schlecht aber für die beiden Insassen. Und jetzt behaupten viele Ökonomen, das Klimaproblem sei irgendwie so ähnlich. Denn, was gibt es hier, wenn man das ein bisschen abstrakter, ich bin ja Mathematiker, ich muss ja immer abstrahieren. Ne? Wenn man das abstrakter anschaut, dann heißt es doch im Prinzip Folgendes. Dicht halten ist aus Sicht der Gefangenen sowas wie kooperieren, also miteinander kooperieren, ne? Nicht mit der Polizei, miteinander kooperieren. Nicht kooperatives Verhalten wäre auszupacken. Ne, insofern, es gibt also kooperatives, nicht kooperatives Verhalten. Und jetzt sagt die Spieltheorie, das ist das Teilgebiet der Mathematik, in dem solche Konfliktsituationen studiert werden, sagt, da gibt es jetzt ein Gleichgewicht, ein strategisches Gleichgewicht. Und das besteht darin, dass beide auspacken. Denn wenn beide annehmen, dass der andere auspackt, hat keiner von ihnen einen Anreiz, stillzuhalten. Okay, strategisches Gleichgewicht ist nicht kooperatives Verhalten. Ökonomen sagen, Klimaproblem ist so ähnlich, denn auf den ersten Blick gibt es auch da kooperatives Verhalten. Das ist jetzt weniger Treibhausgase auszustoßen. Warum ist das kooperativ? Na, wenn ich weniger Treibhausgase ausstoße, dann wird das Klima für alle besser. Na, nicht nur für mich, für alle besser. Das heißt, in Wirklichkeit profitieren sogar die meisten, die anderen davon. Ne? Also die profitieren noch viel mehr als ich. Nicht kooperatives Verhalten wäre wie gewohnt weitermachen, also ganz viel CO2 in die Luft pumpen, Kohle verbrennen und so weiter und so weiter. Jeden Tag in Urlaub fliegen und so. Ne? Insofern ist das schon mal ähnlich, aber leider zieht das nicht, dieser Vergleich, denn es gibt einen wesentlichen Unterschied, der besteht darin, dass bei dem Gefangenendilemma das Ganze nur deshalb funktioniert hat, weil die getrennt verhört worden sind. Die konnten sich nicht verbindlich absprechen, die konnten zwar vorher sagen, ja, wir halten still, ne? aber das war kein verbindlicher Vertrag, das konnte keiner irgendwie erzwingen von dem anderen. Ne? Sobald die einmal verhört waren, sind diese Vorherabsprachen eigentlich nicht mehr wirksam, weil sobald der eine auspackt, kann der andere ihn ja nicht dafür bestrafen. Da gab es also nicht die Möglichkeit, verbindliche Verträge zu schließen oder währenddessen zu verhandeln. Genau das gibt es aber im Klimaproblem. Da gibt es die Möglichkeit, verbindliche Verträge abzuschließen und zu verhandeln. Also es ist ein Unterschied und es ist kein Gefangenendilemma. So, behaupte ich. Jetzt sagt er, ja, aber wenn das kein Gefangenendilemma ist, ja, warum ist es denn dann trotzdem ein Problem? Ja, warum haben die denn das Problem noch nicht gelöst? Und deshalb sage ich, naja, es ist zwar kein Gefangenendilemma, aber es hat schon was mit dem Gefängnis zu tun. Es ist mehr wie ein Gefangenenausbruch. Man kann jetzt diese ganzen Länder da, ich habe mal drei ausgewählt, das sind so die vielleicht die drei wichtigsten, also die Mitte da steht für Europa natürlich. Der Rechte sieht, glaube ich, mittlerweile sogar anders aus. Das Bild ist schon ein Jahr alt, aber bitte, das müsst ihr mir nachsehen. Also ich habe mal so ausgewählt, da gibt es so ein paar Gefangene, in Wirklichkeit sind es noch mehr, aber bei dreien kann man das ganze Problem schon ganz gut erkennen. Die haben jetzt also ein Problem, ja, sie sind irgendwie, da gibt es diesen drohenden Klimawandel, das ist jetzt hier der Gefangenenwärter. Und der will die nicht raus aus dieser Falle, nicht rauslassen. Jetzt könnten die natürlich ausbrechen, ja, indem sie nämlich alle ganz wenig CO2 emittieren, ihre Wirtschaft umstellen auf erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und so weiter. Zum Beispiel mit Methoden, wie die Saskia ja gerade vorgestellt hat, gibt es ja noch ganz viele Möglichkeiten. Und wenn sie das alle tun würden, dann wäre alles gut. Das heißt, sie könnten versuchen auszubrechen, sie könnten versuchen, den Klimawandel zu überwinden. Wenn es jetzt so wäre, dass alle drei nötig sind, um auszubrechen,
dann gäbe es kein Problem. Dann müssten nämlich alle, da wären alle drei werden gefordert. Keiner könnte sagen, macht ihr mal ohne mich, weil wäre jeder nötig. Ne? Aber so ist es leider nicht. Es reichen jetzt hier meinetwegen zum Beispiel zwei, ja? Zum Beispiel die beiden da links, ja? Die könnten es tun. Die könnten es einfach tun und der Dritte würde sich freuen. Ne? Das wäre vielleicht nicht besonders effizient, aber sie hätten die Möglichkeit, vielleicht das Klimaproblem zu zweit zu lösen. Und weil das so ist, sagt er, naja, warum soll ich denn da mitmachen? Aber es gibt natürlich auch noch andere mögliche Koalitionen und die beiden könnten es auch zusammentun. Oder die beiden könnten es auch zusammentun. Aber wer soll es denn jetzt machen? Am allerbesten wäre es natürlich, also wenn nicht jetzt einer sagt Freeriding, ja, ihr macht schön und ich hab's dann gut, sondern am besten wäre es, wenn alle drei zusammenarbeiten würden. Aber wie kommen wir dahin? Da gibt es keinen richtigen Anreiz für. Und das ist meiner Meinung nach momentan das Problem. Was ich also tue in meiner Forschung, ist, ich versuche diesen Prozess, wie es dazu kommen kann, dass es zu einer doch größeren Koalition, die nicht nur aus zwei oder so wenigen Ländern besteht, kommen kann. Also es muss als Prozess begreifen. Und hier kommt jetzt die Wissenschaft, man sieht das an den ganzen Pfeilen, ne? Wissenschaft, Pfeile und Zahlen und so, Wahrscheinlichkeiten, das versteht sowieso keiner. Frau Merkel hat übrigens mal gesagt, das war ein schöner Satz, nee, stimmt gar nicht. Mein Chef hat gesagt, Frau Merkel ist die einzige Politikerin, von der er glaubt, dass sie den Begriff Wahrscheinlichkeit versteht. Noch eine Minute, okay, wunderbar, passt perfekt. Denn, also mein Forschungsthema ist jetzt rauszufinden, wie kann dieser Prozess aussehen? Kann es vielleicht so sein, wenn erst mal zwei anfangen, zum Beispiel die da links, dass sich dann Anreize entwickeln, für die anderen nachträglich noch mitzumachen? Und so ist es nämlich genau. Zum Beispiel Thema erneuerbare Energien. Wenn jetzt zum Beispiel Europa sich zusammentut und das total investiert, dann wird es ja für alle billiger. Und plötzlich wird es irgendwann im Nachhinein für die anderen auch attraktiv einzusteigen. Ja, weil man muss erst mal Vorreiter machen. Und diesen Prozess versuche ich mit Wahrscheinlichkeiten abzubilden. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind natürlich nicht, die fallen nicht vom Himmel. Die müssen irgendwo herkommen. Und das ist genau die Schwierigkeit, das rauszufinden. Aber netterweise kommt bei meinem momentanen Modell immer raus, dass am Ende, früher oder später, alle mitmachen. Nur, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Damit bin ich fertig. Danke. Das war für euch hier beim Klimaslam Jobst Heitzig. Und Christinas erster Einsatz für eine Minute. Großartig. Das mit dem Smartphone scheint zu funktionieren. So, jetzt habt ihr wieder die Möglichkeit, zwei Minuten lang euch den Kopf zu zerbrechen, wie viele Punkte ihr vergeben wollt und ob ihr alles verstanden habt. Und wer mir am Ende sagen kann, wie die Quersumme lautet, der Nummer, die der Jobst vorne auf der Brust trägt, dem gebe ich ein Freigetränk aus. Zwei Minuten ab jetzt. So, auch jetzt sind die zwei Minuten wieder vorbei. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Zeit ist relativ. Aber es gibt scheinbar genug Gesprächsstoff hier bei euch. Bitte kommt zu einem abschließenden Voting. Entscheidet euch für eure Punktzahl 1 bis 10 pro Tisch für Jobst. Sucht die Karte raus mit der richtigen Ziffer drauf. Jobst sollte oben drauf stehen. Gebt sie ab. Und falls es Fragen gibt, Kommentare oder Anmerkungen, könnt ihr die auch an Katrin und ihre bezaubernden männlichen Mitarbeiter geben. Ich habe gehört, hier beim Klimaslam ist etwas passiert, was noch nie passiert ist, bei keinem einzigen Slam, den ich jemals moderiert habe. Und ich habe schon eine ganze Menge Slams moderiert. Heute Abend hier in Essen habt ihr es geschafft, eine Deutschland-Premiere zu gestalten. Mir wurde nämlich gerade zugesteckt, dass ein Tisch, ja, das wollte ich, nämlich eure Aufmerksamkeit. Mir wurde gerade zugesteckt, dass ein Tisch tatsächlich so kreativ war und sich ein eigenes Voting-Set zusammengebastelt hat. Wir haben also am Ende für jeden der Teilnehmer 11 Votes. Einen dicken Applaus für euch selbst. So, der Jobst sagte übrigens, die Quersumme dieser Zahl, die da draufsteht, das ist auch sein Alter. Hat jemand mitgezählt? Die Quersumme ist 25? Ich komme auf was anderes. Okay, Jobst, zeigst du dich einmal?
Wir üben nämlich schon mal das Zusammenzählen für nachher, das brauchen wir nämlich nachher. Pass auf, wir haben ja Quersumme, ne? 6 und 3 ist 9 und 1 ist 10 und 1 ist 11 und 2 ist 13 und 8 ist 21. Tut mir leid, freie Getränke an mich selber, dankeschön. Dann, es fehlt noch ein Tisch, hat noch nicht abgegeben. Wer hat das? Wir brauchen 11 Votes, 11 Stimmen. Ja, jetzt haben wir alle 11. Prima. Dann kommen wir zu unserem dritten und leider auch schon letzten Kandidaten, der Mann, der den weitesten Weg auf sich genommen hat, um nach Essen zu kommen. Er ist nämlich aus Köln angereist. True story. Ein Mann, der mit seiner Bachelor-Erfahrung hier punkten kann, der scheinbar mit der Hälfte des Publikums hier verwandt oder verschwägert ist. Das werden wir aber gleich noch klären. An der FH Köln hat er gelernt, er wird etwas erzählen über heiße Luft und wer mag es glauben, dieser Mann ist bereits Unternehmer und arbeitet selbstständig. Jawohl. Hier ist er für euch, Oliver Adria. Wie heiße Luft die Welt verbessern kann. So ist der Titel meines Vortrages. In den letzten Wochen und Monaten wurde ziemlich viel über Energiewende, Umwelttechnik, Ökostrom gesprochen. Und auch ich will heute darüber sprechen. Mein Name ist Oliver Adria. Das ist die halbe Wahrheit. Ich heiße Heinz Oliver Adria. Wahrscheinlich der einzige Heinz mit Migrationshintergrund. Denn ich bin halb deutsch, ich bin viertel indonesisch, ich bin ein Achtel indisch, ein bisschen portugiesisch und burmesisch. Meine Freundin und ich, wir erwarten unser erstes Kind im Januar. Sie ist halb Litauen, viertel russisch, ein bisschen ukrainisch und ein bisschen kasachstanisch. Ich habe mir eine teure Software gekauft, um rauszufinden, wie wird unser Kind ungefähr aussehen. Und das Ergebnis war, ja, genau. Aber ich will heute über Lemminge sprechen. Lemminge, wieso Lemminge? Der eigentliche Titel meiner Abschlussarbeit ist nämlich Technological Assessment and Policy Recommendations for Large-Scale Peak-Shaving Energy Storage in Grids with a High Proportion of Renewable Energy. Daher Lemminge. Lemminge sind nette, sensible Wesen. Und die ernähren sich vom Zaubertrank. Weil die so nett und sensibel sind, wenn die mal zu wenig Zaubertrank haben, dann geht's denen schlecht. Wenn die zu viel Zaubertrank haben, dann geht's denen auch schlecht. Manchmal so richtig schlecht. Darum haben wir Arbeiterlemminge. Und die machen nichts anderes, als im Boden zu graben und nach diesem Zaubertrank zu suchen. Weil die aktiv graben, nennen wir sie mal Gräberlemminge. Die Gräberlemminge merken aber nach einer Weile, das ist gar nicht so gut. Wir zerstören den Boden, die Umwelt wird verschmutzt und den Lemmingen geht es auch nicht mehr so gut. Einige Lemminge haben rausgefunden, es geht ein bisschen besser. Wir tun ein Gerät in den Boden rein und zapfen den Zaubertrank. Weil die aktiv zapfen, nennen wir sie mal Zapflemminge. Das Problem bei den Zapflemmingen ist, mal kommt ein bisschen mehr, mal kommt ein bisschen weniger Zaubertrank raus. Und ihr wisst, was passiert, wenn zu viel oder zu wenig da ist. Den habe ich vergessen. Das heißt, die Zapflemminge und die Gräberlemminge, die müssen sich immer ziemlich gut abstimmen, damit immer genauso viel Zaubertrank da ist, wie benötigt wird. Das Problem bei den Gräberlemmingen ist, wenn die einmal losgelegt haben, dann müssen die immer weitermachen. Bei den Zapflemmingen haben wir das Problem, mal mehr, mal weniger. Das heißt, wenn die Zapflemminge mal weniger haben, dann müssen die Gräberlemminge richtig viel arbeiten. Und wenn die Zapflemminge ein bisschen mehr haben, dann müssen die Gräberlemminge weniger arbeiten. Aber das geht nicht, die haben einmal losgelegt und müssen weitermachen. Was kann man da tun? Man müsste das Loch stopfen, sonst haben wir zu viel Zaubertrank und den Lemming geht schlecht. Ist irgendwie eine Schade, jetzt haben wir eine schöne Methode gefunden, wie wir Zaubertrank gewinnen können und können die nicht mal anwenden. Geht's nicht besser? Vielleicht können wir den Zaubertrank in einem Behälter speichern und genau dann wieder nutzen, wenn er gebraucht wird. Und was hat das mit Umwelttechnik und Ökostrom zu tun? Ja, der Zaubertrank, das war eine Analogie, nämlich für Strom. Die Lemminge, das sind Verbraucher, also alle, die irgendwie Strom verbrauchen. Die Arbeiterlemminge sind Stromkraftwerke. Dabei sind die Gräberlemminge Atom- und Kohlekraftwerke und die Zapflemminge sind erneuerbare Energien. Der Strom fließt ins Stromnetz rein, von Atomkraft, Kohlekraft und erneuerbare Energien. Bei den Lemmingen hat man das Problem, zu viel oder zu wenig Zaubertrank und den Lemmingen geht schlecht. Das Problem im Stromnetz, zu viel oder zu wenig Strom und das Stromnetz bricht zusammen. Ungefähr so. Bei den Gräberlemmingen hatten wir das Problem, wenn die einmal losgelegt haben, dann müssen die immer weitermachen. Das gleiche Problem haben wir bei,
falsche Sequenz. Aber bei den Zapflemmingen hat man das Problem mal mehr, mal weniger. Und bei Windkraftwerken da haben wir das gleiche Problem. Nämlich, mal wird mehr Strom produziert, mal weniger, je nachdem, wie der Wind gerade weht. Akut ist es zum Beispiel frühmorgens, 6 Uhr morgens, der Wind weht richtig stark, richtig viel Strom wird produziert und alle schlafen noch. Einige um 7 noch und einige um 8 noch. Das ist das Problem. Bei den Gräberlemmingen hat man das Problem, wenn die einmal losgelegt haben, dann müssen die weitermachen. Das gleiche Problem haben wir bei Atomkraftwerken. Die sind total unflexibel. Die brauchen ungefähr eine Woche, um aus- und wieder eingeschaltet zu werden. Oder aus und ein. Und was kann man da tun? Bei den Zapflemmingen haben wir das Loch gestopft, damit kein Zaubertrank mehr produziert wird. Das gleiche können wir mit Windkraftwerken machen. Das Windkraftwerk wird ausgeschaltet und dann wird kein Strom produziert. Oder seit 2008 kommt der Fall vor, dass man Geld bekommt, damit man Strom verbraucht. Also stellt euch vor, ihr bekommt ein Geschenk und weil ihr das Geschenk angenommen habt, bekommt ihr nochmal Geld dazu. Konkreter Fall, 26. Dezember 2009, 7 Uhr morgens. Der Strompreis war bei minus 20 Cent pro Kilowattstunde. Strom war also günstiger als kostenlos. Und ich weiß, was ihr euch fragt, wie ist das möglich? Und was hat das mit Energiewende zu tun? Ich nehme mal ein fiktives Unternehmen, ich nenne es mal Vattenfall. Und Vattenfall hat ein 1000 Megawatt Kraftwerk. Und um Strom zu produzieren zu dürfen, müssen sie ja 200.000 Euro pro Stunde draufzahlen, damit sie den Strom überhaupt produzieren dürfen. Sie können das Atomkraftwerk halten. Es war so unflexibel. Das heißt, flexibel und dezentral muss das Stromnetz der Zukunft sein. Eigentlich die gute alte Energiewende. Finden alle super? Nö. Einige sind dagegen. Wieso nicht die alte Energiewende? Ich frage mal einen Vertreter, ich frage mal den Wirtschaftsminister, Herrn Rösler. Was meint er denn dazu? Zu teuer. Zu teuer. Dann schauen wir uns mal die Subventionen und die Staatsförderung der letzten 40 Jahre an. Da haben wir Steinkohle, Braunkohle, Atomenergie und erneuerbare Energien. Ich denke, da ist noch Potenzial. Ich denke, da ist noch sehr viel Potenzial da. Verbraucher zahlen zu viel. Aha, Verbraucher zahlen zu viel. Aber vielleicht ist es wegen den Steuervergünstigungen. Die machen Sinn für energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Aber für lokale Straßenbahnen, für Molkereien oder Getränkehersteller. Das heißt, wenn die energieintensive Industrie weniger zahlt, müssen Verbraucher mehr zahlen. Schauen wir uns die EEG-Umlage pro Kilowattstunde, also erneuerbare Energiegesetz-Umlage an. Der Verbraucher zahlt 5,3 Cent pro Kilowattstunde und die energieintensive Industrie 0,05 Cent. Ich habe auch nichts gegen die wissenschaftlichen Ansichten unseres Wirtschaftsministers. Ich bin auch sicher, er wird einen neuen Job finden. Immerhin seine Doktorarbeit war fast so lang wie meine Bachelorarbeit. Und die Atomkraftwerke oder die Betreiber, die werden sich dagegen wehren, denn Atomkraftwerke sind eine Gelddruckmaschine. Denn der Gewinn von Atomkraftwerken liegt ungefähr bei 1 Million Euro pro Atomkraftwerk pro Tag. Das heißt, während ich einen Science-Slam-Vortrag mache, haben die 7.000 Euro Profit pro Atommeiler gemacht. Wenn ihr das umrechnet, das sind 11 iPhones. Ziemlich krass. Aber Windenergie, kann man die irgendwie speichern? Es gibt verschiedene Speichermethoden. Meine Lieblingsforschung ist die adiabatische Druckluftspeicherkraftwerksforschung. Was ist das genau? Wir nehmen überschüssigen Strom, der treibt einen Motor an. Der Motor macht nichts anderes, als Luft zu nehmen. Diese Luft wird komprimiert, dabei wird sie richtig heiß. Diese Hitze geht an einen Wärmespeicher. Die komprimierte Luft in einen Luftbehälter. Jetzt kommt der Fall, wir brauchen wieder Strom. Dann lassen wir die Luft raus, dabei wird sie richtig kalt. Ist dekomprimiert, also der umgekehrte Effekt von da. Damit der Generator nicht vereist, nehmen wir die Wärme aus dem Wärmespeicher raus. Die rausschießende Luft treibt einen Generator an und wir haben wieder Luft und Strom. Diese Methode wäre CO2-frei, die wäre umweltfreundlich und die wäre auch sicher. 2006 wurde eine Machbarkeitsstudie gemacht. Es klappt, es kann klappen, wir müssen weiter dran forschen. 2010 ist ein Pilotprojekt gestartet worden und nächstes Jahr wird eine kleine Anlage zum Testen gebaut. Der Wirkungsgrad in einer Vorversion lag sie bei 42%.
Nach einer Studie 55% und im Pilotprojekt, wenn wir weiter dran sind, dann kann sie bei 72% sein. Jetzt brauchen wir noch große Behälter, wo wir die Luft speichern können. So einen Alubehälter zu bauen, ist einfach richtig teuer. Ich habe mal nachgeschaut, in Norddeutschland, da gibt es leere Salz- und Gashöhlen. Da war vorher Gas drin und das heißt, da waren hohe Drucke vorher drin. Das heißt, Luft kann da auch zwischengespeichert werden. Windkraftwerke, auf dem Land ist schon ziemlich viel gebaut worden. Das heißt, das Potenzial ist auf dem Meer. Das heißt, zum Beispiel an der Nordsee. Wenn wir jetzt so weitermachen, dann könnten wir in ein paar Jahren da sein, dass wir halt Windkraft an der Nordsee produzieren. Die überschüssige Energie wird in Speichern gespeichert, in adiabatischen Druckluftspeicherkraftwerken. Diese nutzen leere Salz- und Gashöhlen in Norddeutschland, genau da, wo die Windkraft entsteht. Die ganze Infrastruktur ist schon da und das wäre vielleicht ein Teil der Energiewende. Noch zwei Augen. Also ich würde mich freuen und die Lemminge auch. Dankeschön. Das war Oliver Adria aus Köln. Ich bin im Erstberuf Schauspieler. Mir ist es nichts Neues, dass man mit heißer Luft Geld verdienen kann. Aber für euch habt ihr trotzdem nochmal zwei Minuten, euch darüber die Gedanken zu machen und den Kopf zu zerbrechen. Abschließend euer Voting für Oliver, bitte. Die Zeit vergeht wie im Fluge und auch hier sind die zwei Minuten schon wieder vorbei. Und ich möchte euch bitten, gebt eure Stimme ab für Olivers Lemminge. Auch eure Fragebögen dürft ihr gerne dazu reichen. Und wir kommen zum spannenden Teil des Abends. Wir kommen nämlich zur Auswertung. Ich bitte als erstes zu mir auf die Bühne und von euch bitte einen dicken Applaus. Alle drei Slammer des heutigen Klimaslams hier im Café Zentral in Essen. Saskia, Jobs und Oliver! Und während hier noch gerade eingesammelt wird, und wir haben ja 11 Stimmen von euch, das heißt, es gibt maximal 110 Punkte. Ihr seht hier beim Klimaslam schaffen wir mehr als 100%, wir schaffen 110%. Möchte ich doch mal mit ein oder zwei Fragen anfangen, die hier schon aufgetaucht sind. Und zwar habe ich hier so tolle Zettel von euch mit unglaublich leserlicher Apotheker-Handschrift bekommen. Ich versuche das mal zu entziffern. An Saskia geht die erste Frage und dazu kriegt sie auch ein Mikrofon, damit kann sie nämlich, die hat ja ein Mikrofon, die brauche ich ja gar nicht. Die hat doch ein Mikrofon, sie hat keins. Was ist denn hier los? Die hatte doch noch eins. Ah, jetzt hat sie keins. Ah, jetzt hat sie wieder eins. Ist ja irre. An, aus, wie bei den Atomkraftwerken. Saskia, hier steht, gibt es überhaupt so viele Pferde, dass das eine relevante Energiequelle ist? Wir haben 900.000 Pferde in Deutschland, das sind bis zu 15 Millionen Tonnen Pferdemist, die wir jährlich nur in Deutschland verwerten können. Können 20-30% von dem derzeit angebauten Mais substituieren. Und dabei sind nur Pferde eingerechnet, die tatsächlich gemeldet sind. Ich als Reiterin würde sagen, es sind doppelt so viele. Es gibt ungemeldete Pferde in Deutschland? Nein, natürlich nicht. Die müssen also nicht so ein Halsband tragen, ich merke schon. Dann gibt es hier eine zweite Frage aus dem Publikum, die heißt, wie hoch ist der Wirkungsgrad der Anlage oder für uns Science-Slammer? Aus wie viel Mist kann man wie viel Energie machen? Das Biogaspotenzial von Pferdemist, um es wissenschaftlich zu beantworten, liegt zwischen 350 und 700 Litern pro Kilogramm organische Trockensubstanz. Wie viel Pizzas kann ich dafür backen? Nee, das nicht ganz. Mit 2,5 Tonnen Pferdemist kann eine Tonne Mais in Biogasanlagen ersetzt werden. Das hängt ja auch noch von der ab. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Die dritte Frage, die ich habe, ist genau die gleiche wie die zweite. Haha, da haben wir uns schon wieder was gesprochen. Herzlichen Dank erstmal an Saskia. Und dann möchte ich doch bitten, Saskias Voting-Päckchen, hier poppt. Katrin, wo ist das Voting-Päckchen von Saskia? Das kommt. War das auf Toilette? Die ist nämlich da. Ja. Deswegen dauert es so lange.
Das war wahrscheinlich im Eisschrank eingesperrt, damit wir jetzt so eine richtig coole Wertung machen können. Ich bin bekannt für mein Humorlimbo. Ich kann immer noch tiefer. So, dankeschön. Dann machen wir das jetzt mal gemeinsam. Wir fangen mal an mit dem Selbstgebastelten. Genau. Darf ich dich bitten, mir zu helfen, mir zu assistieren? Damit ihr mal merkt, wie wahnsinnig anstrengend Quersummenbilden ist und Zwischensummenbilden, machen wir das jetzt gemeinsam. Ja, ja. Wir halten jetzt hier die Zahlen hoch und ihr sagt, wie viele Punkte es sind. Das sind 8. Das sind 15 in der Zwischensumme, richtig. So machen wir weiter. 22. Oh, die erste Reihe sind sitzt da Mathematik. Oder du siehst einfach so gut, weil du so nah sitzt, ne? Ja, genau. 22, sehr gut. Wir halten das noch höher. 29. 37. Jetzt haben wir hier eine Chance. 37 plus 8. 45. 52. 60. 67. Das war einfach, Leute. 74. Und die letzte Karte? 81 Punkte für Saskia. Dann kommen wir zu Jobst. Jobst, du hast wahrscheinlich früher das 1000-mal hören müssen, oder? Als Kind. Jobst, Obst, Jobst, Obst. Komischerweise nicht. Später aber. Also später habe ich das 1000-mal hören. Eben gerade auch wieder. Das sind jetzt 1003-mal. 1003. Ich Mathematiker können übrigens gar nicht rechnen. Ich hieß nämlich, ja, ich weiß. Ich hieß nämlich, das war ein Witz. Ja, ja. Hat aber keiner gelacht. Jobst, ich habe eine Frage aus dem Publikum für dich. Woher kommen... Und jetzt kommt ein Wort mit einem D, dann ist wahrscheinlich ein O oder ein F oder ein L gemeint. Oder, also ich würde mal sagen, woher kommen die Daten? Ja, von Daten habe ich ja gar nicht geredet. Es gibt gar keine Daten. Das Problem ist ja, das ist im Prinzip ist das ja eine Art Sozialforschung. Ne? Wir versuchen ja zu modellieren, werden sich die einigen oder werden sie sich nicht einigen. Nun kann man natürlich Experimente machen mit Studenten zum Beispiel, indem man die sagt, okay, du bist jetzt USA, du bist jetzt China, du bist jetzt Europa und jetzt spielt mal, verhandelt mal so ein bisschen und dann guckt man, ob hinterher ein Abkommen rauskommt. Und da halte ich aber nichts von, weil die verhalten sich nicht so, wie Regierungen sich verhalten, glaubt auch keiner. Es ist also schwierig. Man kann diese Sachen ganz schwer an der Realität überprüfen. Ja? Nicht so wie jetzt ein Physiker, der macht eine Vorhersage und dann macht ein Experiment und dann sieht er, ob es geklappt hat. Wir können jetzt leider nicht so ein Experiment machen. Das heißt, wir werden erst in 100 Jahren wissen, ob es stimmt, was ich voraussage. Gibt keine Daten. Verstehe. Und die zweite Frage, die hier kommt aus dem Publikum, heißt, wie wird denn oder kann überhaupt Klimagerechtigkeit, also Climate Justice, mit einberechnet werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Denn leider stellt sich heraus, wenn man diese strategischen Überlegungen macht, wer hat welche Anreize, wer muss welche Angebote machen, damit der andere mit an Bord kommt und so weiter, dann stellt man leider fest, häufig geht es nur, indem man ungerechte, letztlich von ethischem Standpunkt her ungerechte Verteilung in Kauf nimmt. Wenn man nämlich auf eine gerechte Verteilung bestehen würde, würde es zu gar nichts kommen, manchmal. Jetzt kann man versuchen, das natürlich irgendwie in gerechtere Richtungen zu drücken, aber die vollkommen gerechte Verteilung, wo jetzt zum Beispiel jeder gleich viel Emissionsrechte hat, das ist zwar schön gedacht, aber es wird vermutlich nicht kommen, weil dazu sozusagen die Industrienationen sind einfach zu mächtig. Ne? Die werden es einfach nicht akzeptieren. Danke auch für die Antwort. Dann kommen wir auch bei dir zum lustigen Zwischensummenspiel. Das ist ja die Endwertung, die da draufsteht. Die kann ich ja nicht hochhalten. Nee. Wir haben ja schon vorher zusammengezählt. Wir sind nämlich Füchse. Es geht los. Dreizehn, 19, 22, 23, es wird weihnachtlich. Nur noch einen Tag, dann ist Heiligabend. 31,
37. Lass doch mal die anderen mitmachen, Mensch. 37. Wer sagte was? 42. Das war einfach. 50. 58, das war auch einfach. 64 und? 72 Punkte für Jupps Vortrag. Herzlichen Dankeschön. Dank. Ihr merkt schon, wir sind hier ganz großartig im Jonglieren mit unseren 15 Händen. Und jetzt kommen wir zu Oliver und den Lemmingen. Unser letzter Vortrag. Ich bin selber gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte Oliver hat. Ich werde es aber gleich ein ganz kleines bisschen vor euch erfahren, weil freundlicherweise die Kollegen schon vorgerechnet haben. Oliver, wie groß sind denn die Höhlen? Und wie viel Luft muss denn da überhaupt gespeichert werden? Es ist sehr variabel. Natürlich sind da Salz- und Gashöhlen. Das heißt, das sind natürliche Vorkommnisse und je nachdem, wie groß die schon waren, kann man die halt nutzen. Die Höhlen muss man dann noch ein bisschen abdichten, damit man da halt Luft zwischenspeichern kann. Das Problem ist halt, dass sie auch konkurrieren mit CCS, also Carbon Capture and Storage, dass man halt CO2 abspaltet und dann da zum Beispiel Stored speichert oder auch Wasserstoffsysteme oder so. Dass das auch eine Konkurrenz ist auch da, wer die Höhlen bekommt. Dann gibt es jetzt hier ist eigentlich eine Folie wert hier. Hier Olivers Bachelorarbeit und Philipps Doktorarbeit, ist hier Quantität und Qualität gegeneinander ausgespielt worden? Ja, das wollen wir gar nicht beantworten. Ne? Kann ich auch beantworten. Dann darfst du dir jetzt aus folgenden Stichworten eine eigene Frage zusammenbasteln, Oliver. Speicherung der Wärme, Zeit, negative Aspekte der Windkraft. Okay. Wenn ich ein richtig guter Moderator wäre, was ich ja bin, würde ich sagen, sag mal, Oliver, wie ist das eigentlich mit den negativen Aspekten der Windkraft? Kann man denn Wärme überhaupt so lange Zeit speichern? Oh. Sehr gut. Nächste Frage. Nee, okay. Wärme, das ist das Problem. In der Vorversion wurde die Wärme nicht zwischengespeichert. Das heißt, wenn die Luft rausgelassen wurde, damit der Generator nicht vereist, weil es wird ja richtig kalt, wird halt Erdgas dazu gestoßen, damit das sich aufwärmt und damit konnte man halt den Generator antreiben. Diese Version gibt es seit 1978, von E.ON entwickelt sogar, ist noch in Betrieb, glaube ich, und eine zweite in USA Mitte 90er. Also zwei gab es schon in der Vorversion. Das große Problem ist die Speicherung der Wärme und daran arbeitet man und man kann halt nicht so lange speichern. Das ist einfach schwierig mit der Wärme. Das ist das große Problem, das probiert man halt gerade zu lösen. Mittlerweile gibt es so Salzlösungen, die halt Wärme gut speichern können, aber das ist der große Knackpunkt derzeit. Dankeschön und dann habe ich hier noch zwei unglaublich ernst gemeinte Fragen. Wer springt zuerst in den Abgrund, die Zapf oder die Gräberlämmlinge oder sogar Philipp Rösler? Das lassen wir einfach die Geschichte beantworten. Und eine Frage, die mich schon ganz lange persönlich interessiert, Oliver, ich bin sehr froh, dass sie jemand anders stellt. Magst du eigentlich Philipp Rösler? Das musst du nicht beantworten. Das musst du wirklich nicht beantworten. Ich persönlich wüsste ich jetzt nicht, seine Energiepolitik lässt sehr zu wünschen übrig. Auch andere Politik, auch in der Medizin, in der Forschung auch generell. Einmal tief durchatmen für alle und wir zählen Olivers Votings zusammen. Dankeschön. Aha. Und es geht los. Ich verstecke mich schon hinter den Karten. Da ist eine 9, ich weiß. Das heißt, die letzte ist eine 9, das wisst ihr jetzt schon. Okay, wir fangen an. Oh je, jetzt geht's los. Irgendjemand hat hier ein LTE-Handy, wurde mir gesagt. Das funkt dazwischen. Hä? Irgendjemand diesen mega schnellen Download-Handys hier? Alles klar, ich verstehe. Es geht los und bei jeder 10 gibt es einen extra Applaus. Das sind 10. Das sind 20. Das sind 30. Das kann sogar ich. Das sind 40. Das sind 50. Das sind 59. Das sind
68. Immer, also man kann immer plus 10 minus 1 rechnen. Das geht ganz einfach. Das habe ich noch in der Schule. Das sind 68. Das sind 77. Jetzt seid ihr noch schneller, ne, mit meinem Trick. Das sind 83. Das sind 92 und nochmal eine 9. 101 Punkte für Oliver Adria. Und damit ist er der Sieger des heutigen Klimaslams hier im Café Zentral. Dein Applaus, Oliver. Ich weiß, es gibt auch Preise, wurde mir gesagt. Und zwar gibt es Gutscheine eines nachhaltigen Online-Shops, der mit einer grünen Frucht beworben wird. Oder keiner weiß irgendwas Genaues, aber ich gebe trotzdem schon mal das Mikrofon an Dr. Lars Grotewold von der Stiftung Mercator. Ja. Ich soll nur überreichen, das geht auch mit. Auch ohne. Glückwunsch, ich fange mal an. Klasse, super gemacht. Danke. Und mir bleibt es, mich zu bedanken. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute Abend ins Café Zentral gekommen seid. Vielen herzlichen Dank bei... Ich bedanke mich bei Lukas und Anton hinten am Ton. Ich bedanke mich bei Jan, Christina und Martin fürs großartige Zeitnehmen. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft. Herzlichen Dank auch bei euch. Ich bedanke mich beim Team vom Café Zentral. Der Hashtag Klimaslam ist natürlich immer noch offen, wie wir Profis sagen. Ihr dürft also weiter tweeten und twittern. Ihr könnt diese Veranstaltung in wenigen Tagen auf dem YouTube-Channel der Stiftung Mercator euch nochmal angucken. Vielen Dank auch bei nachhaltigejobs.de, die hier mit zusammengearbeitet haben. Ich bedanke mich bei euch, ich bedanke mich bei mir selbst und bei unseren Slammern. Kommt gut nach Hause. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Applaus